Liebe YouTuber, ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Und heute zeige ich den rechten Strauß im Foto, nämlich den Glückwunschstrauß zur Hochzeit. Letzte Woche habe ich den Brautstrauß zu der Hochzeit gebunden. Im Schnelldurchlauf siehst du, wie ich diesen Brautstrauß gebunden habe, aber für alle Details blende ich gleich noch einmal den Link für das Video von letzter Woche ein, damit du Schritt für Schritt schauen kannst, wie ich diesen Brautstrauß gebunden habe. Schritt für Schritt mit dem Abschluss, dass von unten, dass der Brautstrauß auch einen perfekten Abschluss hat, wie dieser Brautstrauß abgewickelt wird mit einem Band, auch dann mit einem Perlstecker fixiert. Perfekt für die Hochzeit. Aber kommen wir jetzt heute zum Glückwunschstrauß. So, hallo, jetzt geht's wieder weiter. Also es ist jetzt ein paar Stunden später, weil ich habe in der Zwischenzeit so viele Blumensträuße gebunden und hatte so viel Kundschaft, dass ich überhaupt nicht dran denken konnte, Video zu drehen. Und jetzt habe ich erstmal die Blumen ins Wasser gestellt, damit die auch gut versorgt sind. Und ja, jetzt geht es endlich weiter. Also ich habe hier für den Strauß so ein kleines Bündel Spinosa für die Mitte gemacht. Ich glaube, so weit waren wir schon mal, aber viel weiter kamen wir nicht. Und ich finde es auch immer sehr, sehr schön, wenn die Lilien in der Mitte sind. Ja, die sind ja so erhaben und die höchste Blüte in der Mitte ist immer total schön. Und der Anfang, der war ja schon da. Das finde ich dann immer auch sehr, sehr elegant. Ich liebe Lilien im Strauß. Ja, ich mag Lilien jetzt nicht immer, aber ich mag die total gerne im Strauß, weil ich finde einfach, dass die so eine elegante und schicke Mitte machen. Und damit die Lilien nicht ganz so alleine im Strauß hervorstechen, ziehe ich auch gern einfach hier so dezent so ein bisschen Eukalyptus mit rein. Und ich habe auch in der Zwischenzeit noch ein wunderschönes Grün entdeckt. Das ist wieder der Perückenstrauch, der am Busch in diesem kräftigen Rot wächst. Und der ist so buschig und so schön. Da dachte ich, oh wow, der ist natürlich auch was für den Strauß, den ich euch zeigen will, ist der natürlich genial. Und ihr seht, nur das Beste ist mir gerade gut genug, um es euch zu zeigen. Bei dem Eukalyptus mache ich ein paar Blätter, die in die Bindestelle kommen, ab. Interessanter Weise macht man hier die Blätter, bekommt man am besten ab, wenn man den umdreht und nach unten zieht, weil wenn man es nach oben ziehen will, da funktioniert es leider sehr schlecht. Also es sind alles so Erfahrungswerte, die man einfach dann im Laufe der Jahre sammeln muss. Ja, da jetzt hier viel dunkle Elemente sind, gehe ich her und mache gleich als erstes dann auch wieder was Helles rein. Ja, jetzt ist viel dunkel und dann füge ich gleich mal die ersten hellen Blüten ein, nehme eine weiße Nelke, nehme eine weiße Nerine, dann natürlich wieder ein bisschen Grün, weil das Grün brauchen wir ja immer zum Fächern. Wir wollen viel, viel, viel Wirkung, viel Volumen erreichen und dazu brauche ich natürlich, um das Ganze groß zu machen. Dazu brauche ich auf jeden Fall immer das Grün. Das ist total wichtig und wichtig ist auch in diesem Strauß das dunkle Grün. Das ist sehr, sehr schick und sehr elegant. Aber ich brauche natürlich auch die hellen Blüten, damit der Strauß edel wirkt. Und wir haben ja auch in dem Brautstrauß diese Farbthemen Weiß-Rosa, die auch wunderschön sind. Und dieses Weiß-Rosa, das soll sich in dem großen Strauß wiederholen. Also man sieht jetzt schon, wie der an Größe gewinnt, ja, und wie schnell das eigentlich geht. Und diese Farbthemen wiederholen sich. Aber ich arbeite natürlich in so einem Strauß, der zum Gratulieren ist und der jetzt der so richtig Volumen bekommen soll. Da arbeite ich natürlich dann mit ganz anderen Blüten. Und allein schon die Lilien, man sieht, also ich versinke so ein bisschen hinter den Lilien. allein schon die Lilien machen natürlich richtig, richtig Show. Ja, das finde ich auch total klasse. So, ich drehe auch immer mal, damit ich dir schön zeigen kann, wie der Strauß aussieht und damit du den von allen Seiten siehst. Und genau das ist es, was du auf jeden Fall auch immer machen sollst. Beim Straußbinden muss der Strauß auf jeden Fall in der Hand gedreht werden. Das ist total wichtig, weil ansonsten kann ich diesen Strauß nicht schön rund binden. Und dann bekomme ich gar nicht so eine gleichmäßige, schöne,
Form hin und also ganz, ganz wichtig, immer in der Hand drehen. Und wie mache ich das mit dem Drehen? Ich halte ihn mit der rechten und fasse mit der linken nach. Ja, das ist immer so der automatische Griff. Ansonsten kann ich den natürlich gar nicht so locker in der Hand drehen. Und sehr schön ist auch hier wieder dieses gefärbte Sedum. Das bringt auch so eine schöne flächige Wirkung in der Tiefe. Und also wir Floristen sprechen dann immer, wenn wir solche ja so arbeiten, wir sprechen immer von Höhen und Tiefen in unserem Strauß. Hier mache ich noch ein Stückchen Grün dazwischen, weil sonst ist die Anthurie so dicht an den anderen Blüten dran. Ja, das macht ja auch eine schöne Wirkung, so eine Anthurie. Und im Grunde genommen, ja, dadurch, dass meine Lilien natürlich im Strauß sind und ich immer noch drehe und anlege und mit dem Grün fächere, ja, wird er jetzt ja immer schicker, immer dicker. Das ist ja genau das, was ich möchte. Ich möchte gerne einen Strauß mit richtig toller Wirkung, damit er auch in der Mitte schön ein paar schöne helle Elemente hat. Auch zwischen den Linien füge ich hier wieder eine Nerine ein. Ja, das auch, ich gucke den auch mal von oben an. Also es ist ganz wichtig, die Arbeit einfach von allen Seiten zu drehen, immer wieder anzugucken und immer zu überlegen, wo platziere ich welche Blüte und dass diese Gleichmäßigkeit der Verteilung, ja, dass das im Endeffekt ein stimmiges Bild abgibt. Und warum kann ich die Nerinen, zumindest meistens, warum kann ich die so gut einfügen? Weil ich diesen Strauß in der Spirale gebunden habe. Wenn die Stiele jetzt kreuz und quer wären, dann würde ich die Nerine da im Leben nicht reinbekommen. Dann hätte ich da ein echtes Problem damit. Aber so, da das von der Technik her stimmt, funktioniert das natürlich wunderbar. Es gibt in diesem Strauß Blumen mit weicheren Stielen und welche mit festeren Stielen. Was zum Beispiel ein weicher Stiel ist, ein empfindlicher Stiel, ist ein Color, von der Color der Stiel. Ja, wenn ich den, und da ist es ganz wichtig auch, dass ich dann wieder Grün anlege über den Color-Stiel. Ich glaube, das ist auch so ein Thema nochmal für ein extra Video, weil ansonsten, wenn ich da jetzt dann mit dem Bindebast über diesen Color-Stiel gehen würde, dann würde ich diesen Color-Stiel schlicht und einfach, den würde ich quasi, die würde ich dann einfach abkillen. Genau, bevor ich lange nach Worten suche. Und dann würde die Color hier aus dem Strauß rausfallen. Und der Stiel würde unten rausfallen und das war's dann mit der Color. Also die sind sehr, es gibt wirklich sehr, sehr weiche und sehr, sehr empfindliche Stiele. Und die muss ich auch adäquat behandeln. Ansonsten kann ich diese Blüten gar nicht in den Strauß einfügen. Beziehungsweise ich muss ja mit dem Bindebast jetzt nachher auch mein Werk fixieren. Und um das dann fest binden zu können, und um das fixieren zu können, muss ich eben entsprechend die weichen Stiele mit Grünstielen abpolstern. Ja, aber wie gesagt, das ist tatsächlich ein Thema, das wäre auch ein schönes Thema für ein weiteres Video. Das ist natürlich auch noch ein Grund, warum es so wichtig ist, die Blumensträuße in der Spirale zu binden. Da schließt sich natürlich wieder der Kreis. Also es gibt dann doch viele, viele Gründe. Einer davon ist dieses nachträgliche, das mögliche Einfügen von Blüten. Genauso wie ich jetzt auch die Nerine gerade nochmal hier dazwischen platziert habe. Ja, so, und jetzt einmal verstecken hinterm Strauß. Ja, jetzt bin ich doch schon relativ zufrieden mit diesem tollen Volumen. Ich habe natürlich auch wahnsinnig viel Stiele. Und das Einzige, was ich jetzt noch machen muss, ist, ich brauche einen schönen Abschluss. Und auch für diesen habe ich ganz tolle Blätter. Und zwar, das sind Monstera-Blätter.
Das gibt es auch als Zimmerpflanze. Die, Moment, ich muss mal kurz aus dem Bild gehen, um mein Grün zu holen, die Monstera-Blätter zu holen. Und so, hier bin ich wieder, sorry. Und die Monstera-Blätter, die stütze ich auch. Das kann man dann auch wieder mit Kirschlorbeer machen. So, und damit der Strauß, damit das eine Symmetrie bildet, so, mache ich dann auch zwei Monstera-Blätter an diesen Strauß. Das ist schön, wenn man das immer in die Kamera halten kann. Das gefällt mir gut. Also eigentlich ist es auch gar nicht so schlimm, wenn ich mal alleine bin, wenn ich mal filmen kann, weil ich sehe dann natürlich auch sehr gut, wie das im Video dann aussehen wird. Das ist super. Gefällt mir auch total gut. Aber so langsam wird das Volumen meiner Hände jetzt dann doch ein bisschen eng. Und ich bin dann auch, glaube ich, auch wirklich ziemlich froh, wenn ich diesen Strauß aus meinen Händen nehmen kann. Und wenn der dann gebunden ist und in der Vase ist und das Werk vollendet ist. Ja, aber man sieht jetzt, die Preisklasse dieser beiden Blumensträuße ist sogar ähnlich. Das liegt einfach nur daran, dass ich für den Glückwunschstrauß zur Hochzeit andere, viel größere Blüten gewählt habe und für den Brautstrauß natürlich feinere Blüten. Und ich habe in dem Brautstrauß kein Grün verwendet. Ja, und wenn man jetzt mal den Vergleich sieht, so, und das ist jetzt im Grunde genommen auch schon, das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen. Sieht man auch, was das ausmacht. Blüte an Blüte und die Auswahl der Blüten, das ist echt der Hammer. Ja, also so viel heute zu meinem Video. Zum einen der Brautstrauß und zum anderen der Glückwunschstrauß zur Hochzeit. Beide Sträuße live für euch gebunden und ich hoffe einfach, das Video hat euch gefallen. Es war schön, heute auch mal ganz allein mit euch zu sein. Und eure Kommentare sind ja immer klasse. Ja? Ich freue mich auch total und ich versuche auch wirklich die Fragen zu beantworten, die ihr stellt und gebt mir auch wirklich Mühe. Und bei manchen Sachen muss ich mich tatsächlich selber noch schlau machen, aber es macht einfach total Spaß. Ja, also dann viel, viel Freude. Bleibt dran, abonniert meinen Kanal und es ist einfach schön und ich hoffe, dass wir in diesem Jahr noch die 10.000 Abonnenten knacken. Das wäre so eine Marke, die wird mir total Spaß machen. Und deswegen würde ich mich super freuen, wenn ihr mich euren Freundinnen, euren Bekannten, allen, die sich für Grün interessieren, für natürliche Arrangements, für solche Tipps, empfehlt mich weiter, macht ihr mir eine Riesenfreude. Also dann, bis bald. Alles Liebe von eurer Margit. Tschüss.